Bei diesem C-Klasse-T-Modell soll die dritte Bremsleuchte ausgetauscht werden. Dazu müssen Sie aber erst einmal die obere Heckverkleidung lösen, unter der sich die Bremsleuchte befindet. Behilflich ist Ihnen dabei ein Montagekeil, mit dem zuerst die mittlere Heckverkleidung angehoben wird. So gelangen Sie einfacher an die Seitenteile der oberen Heckverkleidung. Knipsen Sie dort die Halter von der Heckklappe ab. Fassen Sie danach in die Mitte und ziehen Sie die Verkleidung zu sich heran. So kann die obere Heckverkleidung abgenommen werden und der Ausbau der Bremsleuchte beginnen. Erneut ist Ihnen der Montagekeil eine große Hilfe. Mit ihm werden die 6 Federn zurückgedrückt, die die Bremsleuchte festhalten. Die Bremsleuchte selbst können Sie währenddessen bereits vorsichtig durch die Öffnungen an der Innenseite der Heckklappe nach außen drücken. Jetzt wird die Leuchte nur noch durch den Wasserschlauch und eine elektrische Steckverbindung gehalten. Um auch diese zu entfernen, müssen Sie die Heckklappe schließen. Alles Weitere erfolgt nun von außen. Trennen Sie die elektrische Steckverbindung. Für den Wasserschlauch ist dann auch eine Zange nötig. Schieben Sie die Schlauchschelle nach hinten und lösen Sie den Wasserschlauch sorgfältig von der Spritzdüse. Und schon halten Sie das Bremslicht in der Hand. Der Einbau einer neuen Leuchte erfolgt ganz einfach, in umgekehrter Reihenfolge. Fehlt nur noch die Überprüfung, also Motor starten, bremsen und dann sollten Bremsleuchte und Spritzdüse wieder funktionieren.